neuer Versuch mit Ratchet & Clank auf dem Raffinerieplaneten Oxon. Das war aber ein Planet. Vielleicht klappt es ja diesmal. Also hier ist auch eine coole Message darin da, mit diesem Planeten. In diesem Spiel. Das man sollte mal vielleicht mal schauen, was man so mit Umweltverschmutzung zu tun hat. Gar nichts. Alles toll. Das hat sogar mehr mit Ernährung zu tun, als mit Strom und Licht und sowas. Das stimmt. Das stimmt. Das hat's wirklich. So, die war schon mal weg. Schon die Vögel abschießen. Ja, der Schmacki den Vogel abgeschossen. Viele kleine Roboter hier. Diesen Planeten. Richtig, richtig nervige kleine Roboter. Message angeht, du meinst die Umweltverschmutzung? Und was dieser Planet uns sagen will. Dem stimme ich zu. Dem stimme ich wahrlich zu. Ich werde mal versuchen, das Ganze ohne ihn zu töten, was ich halt gleich da. Das wäre eine Option. Hä? Das wäre eine Option. Mal ein Stückchen weiter als letztes Mal. Es hat auch ein
bisschen was mit Auswendiglernen zu tun auf dem Planeten hier. Ja, wer uns kennt, hat man natürlich einen Vorteil. Darf halt nicht zu viel wagen hier. Ist man auch ziemlich schnell tot. Weil mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, man sollte sich allgemein nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Sonst geht's abwärts. Da hinten ist noch so ein Vieh. Ich sehe die Scheren. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr da. Ja. Okay, ich bin vorsichtig. Da kam die Flüchtlingspolitik von der Merkel. Da wurde es ihm zu viel mit den ISIS-Kriegern. So. Da eine hin. Ich kann mich hoffentlich hier nicht erwischen. Wie die angreifen, in welchem Höhenformat die mich hier unten treffen würden, aber ich denke mal, die würden mich da unten treffen. Nö. Also die agieren nur auf gleicher Ebene quasi. Ja. Von der Erkennung her. Ja, ja. Das heißt, die müssen da runter, kommen aber nicht. Aber es ist ein schlechtes Zeichen, wenn er dann zu dir rüberläuft, weil dann kann es sein, dass er dich dann doch irgendwie erwischen kann. Das ist immer ein Indikator dafür, ob du gut stehst oder nicht. Hat dich gesehen, Freundchen. Der Handy ist ganz verstummt. Zwei Minen an Schuh tut's auch. Hier. Gut, aber hier. Geh ich jetzt ist der Schmack hier erwacht. Eins, zwei. Reicht. Oh, das hat gefunden. Die gehen nur mit Verwüster kaputt. Snipern das Ding. Dass ich jetzt eine Energie hatte. Ich glaube davon. Ich trau diesen Dingern nicht. Die so rumfliegen die da. Ja. Nö, die machen nichts. Außer ab und zu mal im Weg stehen. Weiß nicht. Okay, ich sehe es da vorne. Mhm. Boah, ist doch richtig zugenient hier das ganze Gebiet. Von diesen Mistviechern. Ja, Verwüster. Gerade gegen so eine Viecher. Ah,
Eigentlich geht die Message noch weiter. Es geht ja nicht nur um Umweltverschmutzung, sondern von wem die Umweltverschmutzung ist. Von unserem kleinen Mistvieh Schwelg. Und Schwelg ist sehr gut mit den Großkonzernleuten zu assoziieren. Okay, das macht natürlich jetzt... ergibt eine größere Message, hast du recht, ja. Mit anderen... Ja, jetzt ist es so. Lol. Mit anderen Worten... Also, es sind dann zum Beispiel dann solche Leute wie der Vorsitzende von Nestle oder so. Oder Ölkonzerne oder sonst wie was. Okay. Ja, was meinst du dazu, Heidi? Ist ja nun ein ziemlich brisantes Thema. Ja, ich find's gut, wenn Messages. So, wenn das in Games auch mal so ist, dann merkt man vielleicht auch mal, dass Games nicht nur für so Jugendliche und Kinder gemacht worden sind. Vielleicht regt das die ein oder anderen auch mal ein bisschen zum Nachdenken an, den Grips ein bisschen einzuschalten über solche Sachen. So was heutzutage, wo eh kaum irgendjemand noch irgendwas interessiert, so wirklich. Ja, stimmt, das Interesse, das allgemeine Interesse ist irgendwie kaputt gegangen. Hallo alle zusammen. Hier ist wieder mal der Vorsitzende Drake mit einem Bericht über... Vor allem die Gesellschaft ist auch so kalt geworden. Wir haben jetzt die ideale Umlaufbahn für unseren Planeten gefunden und sie garantiert optimale Temperaturen das ganze Jahr. Im Moment besetzt bedauerlicherweise ein anderer Planet diese Umlaufbahn und so leid es uns für seine paar unbedeutenden Bewohner tut, er muss zerstört werden. Dafür haben wir dies entwickelt. Der Planetenhammer Maximus. Ein Gerät, das ganze Planeten zu subatomaren Partikeln verarbeiten kann. Wir sind sehr stolz darauf. Und so funktioniert's. Wir installieren den Planetenhammer auf diesem Schiff, bringen es in die Umlaufbahn des Planeten und schlagen zu. Kabum! Einfach genial, oder? Sobald unsere hochqualifizierten Experten unsere neuen Planeten vollendet haben, sind wir endlich soweit. Danke und bis bald. Der Typ will einen ganzen Planeten in die Luft springen. Das ist doch gemein. Hochqualifizierte Experten. Hey, ich will weiter zu Quark, aber falls wir dabei Drake erledigen, umso besser. Was ist? Es ist dir wichtig. Übertreib's nicht. Ja, hat man gesehen, wie er die Planeten loswerden will. Ja. Er springt sie einfach in die Luft. Mit so einer riesigen Rakete. Es müsste dann eine Antimateriebombe sein oder was der da hat. Sowas in der Art, ja. Müsste von der Größe her hinkommen, damit er den ganzen Planeten wegsprengen kann. Okay, was auf dem anderen Weg? Nach wie der liebe schon. Unser kleiner Gnom. Der Obermotz quasi. Das Areal kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier war ich doch schon mal gewesen. Mhm. Nur eben mit Clank, glaube ich. Ja. Lass dich nicht umzingeln. In welcher denn vielleicht? Ja, einfach draufholzen ist hier nicht. Das ist auch mit viel Ausweichen verbunden. Noch strategischen Arbeiten, wie ich gemerkt habe. Mhm. Mission. Alle Mission abgeschlossen. Mit anderen Worten, zurück zum Schiff. Mhm. Was haben wir hier noch Schönes?
Kisten. Ringschrauben. Ah, der gute Oettinger. Hey, die mag keine Oettinger. Was hast du gegen Oettinger? Das nennt man hier bei uns Pennerbier. Und das Exporter. Bei uns heißt es Sternburg, also das Pennerbier. Das ist it. Bei uns ist sowas das 05er. Ach, das ist eigentlich ganz cool. Das ist bei uns Festivalbier. Das ist eigentlich ganz cool. Das schmeckt irgendwie noch, aber das andere... Boah. Bei uns ist das Festivalbier sowas wie Wullebier oder... oder Stuttgarter. Wullebier. Oder das Paulaner. Krombacher. Ja, auch gerne. Ja, wir nehmen immer Paletten 05er mit. Das schwarze. 05er ist eigentlich auch geil. Ja, das schmeckt noch ganz gut. Aber viele nennen es hier Fennerbier. Ja. Oder Billigbier ist häufiger gebraucht. Oder nein, so ein richtiges Pennerbier ist bei uns das Grafenwalder. Das ist richtig bescheuert. Das hört sich schon lecker an. Dann nehmen wir ein schönes Flens. So ein richtig schön Plastikflaschen drin auch noch. Das ist frisch und lecker. Grafenwalder. Flens. Flens, ach so. Sag mal nicht. Kenn ich nicht. So. Wohin geht's jetzt? Jetzt haben wir die Bombenfabrik. Oven. Oven. Ich denke mal, die Bombenfabrik ist das nächste Ziel. Mhm. Den Planeten haben wir zerstören. Oh, das wird jetzt interessant. Dagegen ist jetzt auch so ein Leid gewesen. Kannst dich schon mal drauf einstellen. Das habe ich im letzten Planeten schon gemerkt, dass der Schwierigkeitsgrad andreht. Mhm. Das muss das Schiff sein, das natürlich alles noch gut machbar. Du Schlaumeier, meinst du wirklich? Schau dich immer gut. Ein Düsentech-Upgrade ermöglicht dir das Schweben. Schau mal in den Shop, was es dafür gibt. Mach ich gleich erstmal. Was ist hier los, Sven? Hallo, Fellknäuel. Abwehrdrohnen. Ja, nimm das. Kauf das. Das hilft ungemein. Ist das jetzt voll, oder? Ja, ist voll. Oder nicht. Stimmt, ist immer halb voll. Boah. Lol. Was ist denn für ein geiles Teil? Das ist eine Art Schutzschild. Das hilft gegen Gegner, die Nahkämpfer sind. Ich muss echt mal Schrauben farmen irgendwann. Die sind ganz schön zur Neige. Und 30.000 brauche ich sowieso. Für das Update. Mhm. Dafür kann man ja quasi ältere Planeten besuchen. Ist ja egal, Schraubenfarm kannst du ja quasi überall. Was sagst du gerade? Ja, das ergibt sich dann so im Spielverlauf.
Die wichtigsten Sachen hast du auf jeden Fall schon. Abgesehen von dem Upgrade. Ja, ey, was sagst du bis jetzt, Ratchet & Clank? Sieht ja auch viel, so sag ich mal, so ein Shooter für Jugendliche, so ein bisschen irgendwie, oder? So ein bisschen. Kinderfreundlich. So ein bisschen. Da kommst du hoch, Schmacki. Du musst nur ein bisschen nachdenken. Und dir das Teil genauer anschauen. Oha. Und die Wand. Draufsteigen kannst du nicht. Nein, nicht abschießen. Springen. Aber nicht drauf, sondern mit dem Teil hoch. Ah, ich tu mal kurz auf. Okay. Mit dem Teil hoch? Ach so. Eine Goldschraube dafür. Das war nice. Schau mal auf die Karte. Da geht's rechts ganz schön weiter. Ja. Da solltest du als nächstes hin. Eigentlich optional, aber es wird dir sehr helfen. Das geht natürlich nicht. Ich glaube, das wäre was für die nächste Session. Denn wir sind gerade schon mit 23 Minuten. Obwohl, wir können mal bis zum Fragezeichen, oder? Gehen wir noch bis zum Fragezeichen? Zu welchen der vielen Fragezeichen? Das ist da oben. Oben rechts. Das ist da drin wahrscheinlich. Theoretisch. Oder gehst halt den anderen Weg. Warte mal, gehen wir nochmal auf die Karte. Unten links ist auch noch ein Fragezeichen. Das kannst du machen. Das ist auch optional. Das wäre auch näher dran. Na gut, das ist noch fix erledigt, hoffe ich mal. Ein paar Minuten. Oder es ist genau das... Egal. Es ist auf jeden Fall näher. Ja, das Wasser ist kalt. Ja, gut. So viel zu ein paar Minuten. Ja, das Wasser ist sehr kalt.
schnell das dritte suchen. Ach, da. Oh, Eismechanik. Oh. Hätte es nicht mehr ausgegangen. Das war knapp. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Und spannend. Alter Schwede. Was da? Ja. Das ist Eis. Ja. Scheiße. Das kann hässlich werden. Ja, wird es. Aber an sich ist das gut machbar. Nö. Oh. So, da sind die Köchchen. Oh, Mist. Gibt's ein Problem, Sir? Ihr habt nicht zufällig Ersatzteile dabei, oder? Bedienen Sie sie. Fels ist einfach zu hart. Mein Bohrer bricht immer ab. Der Fels ist Raritanium. Darf ich den Bohrer mal sehen? Also, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Danke, Partner. Kein Problem. Den Stein kann ich auch entsorgen, wenn Sie nichts dagegen haben. Klar, nimm ihn mit. Der Bauarbeiter ist schon nicht ganz. Das heißt Raritanium. Das Zeug ist rar. Einfach runtersegeln. Gut, hier kann ich aber jetzt abspeichern, glaube ich, ganz in Ruhe. Und nächstes Mal den anderen Weg gehen. Ja, die anderen Wege.
Ja, wie, gell? Gut, Leute, nächstes Mal geht's in der Bombenfabrik bombastisch weiter. Tschüss. Bombenstimmung hier. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.